Korrespondenz. Die ersten 8 Schritte. Ich zeige die ersten 8 Schritte ganz langsam. Wir setzen die rechte Ferse nach vorn, den rechten Fuß an den linken wieder rein und gleich die linke Ferse nach vorn und an den rechten wieder rein. Jetzt stampfen wir den rechten Fuß 2-mal neben den linken auf. Bis dahin noch einmal. 1 und 2 und 3, 4. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach vorn, heben den linken Fuß gekreuzt hinter den rechten und versuchen mit der rechten Hand unsere Ferse zu erreichen. Wenn wir den linken Fuß wieder absetzen, machen wir einen kleinen Hups und kicken die rechte Fußspitze nach vorn und stampfen den rechten Fuß neben den linken wieder auf. Die letzten 4 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und alles von vorn noch einmal. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir machen einen Lockschaffel vorwärts mit rechts beginnt. Den rechten Fuß nach vorn. Den linken locken wir dahinter ein, den rechten Fuß nach vorn. Jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach links und dabei einen Skaff mit links. Die Vierteldrehung nach links und mit dem linken Fuß machen wir einen Skaff bzw. Bodenschleifer. Jetzt kommt ein Chassis nach links. Den linken absetzen, den rechten ran und den linken Fuß wieder zur Seite. Und zum Schluss noch ein Rockback mit rechts, den rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und wieder zurück. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir machen jetzt eine Vierteldrehung rechts rum und ein Shuffle vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, die Vierteldrehung nach rechts nicht vergessen, den linken Fuß an den rechten ran. Und den rechten Fuß wieder nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten, machen eine Viertel-Rechtsdrehung, heben gleichzeitig den rechten Fuß und kreuzen ihn erhoben vor den linken. Jetzt machen wir wieder eine Vierteldrehung rechts rum und ein Shuffle vorwärts mit rechts. Die Vierteldrehung, wir setzen den rechten Fuß vorn ab, den linken Fuß an den rechten ran. Und den rechten Fuß nach vorn. Ich zeige bis dahin die Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt stampfen wir den linken Fuß neben den rechten auf und den rechten noch einmal neben den linken aufstampfen. Das ist 7 und 8. Und diese Schritte noch einmal. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Noch einmal. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte.
zwei Zählerstep. Wir kreuzen den linken Fuß hinter den rechten, setzen den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß hinter den linken zur Seite und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Ich zeige diese vier Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir den linken Fuß hinter den rechten gekreuzt, den rechten Fuß mit einer Vierteldrehung nach rechts vorne absetzen. Jetzt setzen wir den linken Fuß links auf neben den rechten und kicken aber die rechte Fußspitze nach vorn. Dass wir den Aufsetzen nach vorn kicken und den rechten Fuß neben den linken aufstampfen. Und diese Schritte noch einmal ganz langsam. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige das noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich rum, dann sieht man das besser. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Wir setzen den rechten Fuß zur Seite, kreuzen den linken Fuß dahinter, setzen den rechten Fuß zur Seite, setzen die linke Ferse vorn auf, den linken Fuß an den rechten wieder ran und gleich den rechten Fuß über den linken kreuzen. Und diese Schritte noch einmal. 1, 2 und 3 und 4. Jetzt setzen wir den linken Fuß links ab. Den rechten Fuß kreuzen wir hinter den linken. Den linken Fuß zur Seite und die rechte Ferse vorn aufsetzen. Jetzt setzen wir den rechten Fuß an den linken wieder ran und kreuzen den linken Fuß über den rechten. Die letzten vier Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt bei 4, 5, 6 und 7 und 8. Und diese letzten 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6 und 7 und 8. Ich zeige das noch einmal. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6 und 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6 und 7 und 8. Und die letzten 8 Schritte, dabei drehe ich mich rum. Das war der Ausgangspunkt. Die nächsten Schritte sind 2 Montori-Turn. Zuerst mit einer Vierteldrehung und dann mit einer Dreivierteldrehung. Wir setzen die rechte Fußspitze zur Seite, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran, machen gleich eine Vierteldrehung nach rechts und setzen die linke Fußspitze zur Seite. Jetzt ziehen wir den linken Fuß an den rechten wieder ran, setzen die rechte Fußspitze zur Seite, den rechten Fuß an den linken Fuß wieder ran.
machen jetzt eine Dreivierteldrehung, setzen die linke Fußspitze links auf und an den rechten Fuß wieder ran. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das noch einmal ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles voll vom. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6 und 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn, aber es gibt eine Brücke. Nach der zweiten Runde oder in der zweiten Runde, nach den ersten zwei Sequenzen, dort abbrechen und von vorn beginnen. Also die erste Reihe vollkommen durchtanzen und beim zweiten Mal nach der zweiten Sequenz noch einmal von vorn anfangen.